Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Muss ich jetzt dahin oder muss ich jetzt dahin? Was ist denn dieses komische, ich nenne es mal Apothekenzeichen. Boah, Alter, wo ist das Apothekenzeichen? Wenn das da ist, muss das Apothekenzeichen in die Richtung sein. Da, was ist denn das? Wiederherstellte Erinnerung. Geht zur Quest. Das heißt, ich muss in die Richtung. Beziehungsweise, ich kann ja noch mal welche anheuern. Weil da hinten ist noch mal. Dass hier eine Gefahr ist, die ich anheuern kann. Da oben sind wir. Bürger helfen, genau. Kommt drauf. Traum. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das haben Sie verdient. Ich schulde euch mein Leben und schließe mich euch gerne an. Immer so viele wie möglich von denen holen. Ne? So, zur Quest hin. Oh, falscher Knopf. Was habe ich denn noch unterwegs? Boah, jetzt bin ich bestimmt ans Mikrofon genommen, glaube ich. So, da ist die Quest. Ich habe zwischendurch noch sowas hier. Mach hier erstmal. Real Grills on Fire. Ich keine Ahnung, warum ich hier gerade so ein Ohrwurm von diesem Typ tatsächlich mehr gehört. Gucken, ob wir den überhaupt schon einnehmen können. Aber es kann immer gut möglich sein, dass das Gebiet da hinten noch gesperrt ist. Scheint übrigens noch gesperrt zu sein. Ja, das wollte ich gar nicht. Schade, dass diese Sperrung hier nicht angezeigt wird. Aber ich versuche mal rechts außen rum zu kommen, irgendwie, wenn das geht. Ich weiß ja nicht, wo die Sperrung aufhört und wo sie endet. Ja, okay. Das ist eigentlich nicht erfreulich. Oh Gott. Tat nicht mehr weh. Das ist eigentlich nicht erfreulich. Muss ich da tatsächlich hoch? Um da irgendwie rumzukommen. Selbst da ist alles gespielt. Alter, wo soll ich denn sonst noch hin? Okay, das bringt nichts. Ich muss links rum. Das bringt alles gar nichts. Was leuchtet hier oben, oder was? Attention! Ah. Bin ich hier. Alles klar, Assassinen. Jetzt habe ich den auf Level 2, den, und die ist doch auf Mission. Aufträge. Ich schaff tatsächlich hier. Geht der mal dahin? Der ist so schwer. Ich mach erstmal die, wo ein Dings ist. Immer das Leichteste zuerst. Der wird gerade ausgeführt. Schafft er? London. Das ist schon schwer.
Schafft das ein Level 2er alleine? Oh nein, 80%. Ist kein 100%, also wird es nicht 100% schaffen. Ja. Na ja, nee, das schafft er. So, da sind sie alle unterwegs. Geschichte. So. Alles klar. Weiter geht's. Sich öffnen, oh! Alle Borgia-Verbrecher gehen Hölle schleifen. Da komme ich zum Beispiel nicht hin. Muss ich irgendwie außen rum. Oh Gott, ist das behindert. Holy woo. Na geil. Ist mir die Mitte des Spiels erstmal. Jetzt habe ich gerade keine Ahnung, was gecaptured wird. Ich hoffe, es wird noch das richtige Bild gecaptured, weil ich habe nämlich jetzt bei beiden Bildschirmen das Aufnahmesymbol. Wir werden sehen. So wird es dann diese Aufnahme für den Arsch. Ab, weil jetzt noch 30 Mal ab. Oh, das ist ja gänzlich anonym. Kommen da wahrscheinlich eher nicht drauf. Das heißt, ich kann. Dann ist das wahrscheinlich eine Mission. Dass ich das deswegen noch nicht machen kann. Vielleicht gehört ja die Mission, die ich da machen muss. Vielleicht ist sie ja für das Ding, ich weiß es nicht. Aber hier ist ein Aussichtsturm, den kann ich natürlich erst mal mitnehmen. Der wird aber wahrscheinlich wohl da drüben sein. Ich geh trotzdem mal kurz hier rauf. Ist denn das Besonderes? Muss da oben tatsächlich rauf. Sehr beeindruckend. Ja. Aber ist das denn das? Ja, ich weiß, dass es deswegen ist. Brauchen wir nicht zeigen. Und die Männer werden schon unruhig. Ja, ja, ja schon. Aber das, der Wind schon. Geh ich da erstmal. Was kann ich dir diesmal bringen, Ezio? So, den haben wir. Und dann gibt es noch den Handschuh. Giftpfeile. Ich mach mal den Handschuh. Schöner Klettern ist immer gut. Warte hier. Ich komme gleich wieder. Fehlen 20 Stunden warten. Damit ist nun nichts mehr außer Reichweite. Jetzt kann ich schneller klettern. Juhu. So, komme ich denn da jetzt irgendwo hoch rein? Marcosa, was ist in Ihnen gefahren? Ja, in mir gefahren ist erstmal soweit gar nichts. So, ich komme da jetzt soweit erstmal nicht hoch.
Ich hebe runter, ich hebe natürlich auch. Nee. Wo wäre denn die Möglichkeit hochzuklettern eigentlich? Aber denkst du? Der kann sich da nicht mehr festhalten. Und das ist doch so ein Turmschlag. Wie komme ich denn hoch? Ich will den Aussichtsturm haben, wenn ich ehrlich bin, ne? Aber vielleicht komme ich da auch erst hin, wenn das Aquädukt fertig ist. Also wenn der repariert ist. Das kann natürlich auch sein. Dann gehen wir mal zur Mission hin. Das habe ich ja diese Folge noch gar nicht geschafft. Was ist hier links? Da vorne direkt. Dann gucken wir mal, was in der Mission das ist. Kriegspläne. Den Templer auf sie eliminieren und die Karte filtern, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Ach du Scheiße, die Mission ist behindert. Auf sehr ausspielen. Also. Steht da nochmal die Mission-Details, dass ich völlige Synchronisation, den sollten in einen Kampf schicken. Heißt Assassin-Signal benutzen oder was? Ich glaube, ich habe gar keine Assassin-Signal. Kann ich Assassin schicken? Mal kurz. Den hin ist das völlig egal, alles klar. Dann kann ich dir ganz gemütlich plündern. Ja gut, ich habe die Mission geschafft. Zwar keine volle, aber dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Ich habe die Söldner an sich in einen Kampf geschickt. Na gut, vielleicht hätte der Anführer nicht so vorsterben dürfen. Das kann natürlich auch sein, ne? Aber da steht er ja nicht. So, wo ist das nächste Ziel? Die nächste Quest? Oh, direkt da oben, das ist schon gut. Ich krieg sogar da den Aussichtspunkt. Das ist direkt einer in der Nähe. Hier soll ein Aussichtspunkt sein, aber wo? Kiere ich nur kurz eben. Da. Wow, das ist der, wo ich natürlich nicht hochkomme. Alles klar, sich das auch erledigt. Alles klar. Leonardos Entwürfe haben eine Maschine hervorgebracht, die 100 Männer in wenigen Sekunden töten kann. Sie darf in den Händen der Botschaft verbleiben. Er darf nicht in den Händen der Botschaft verbleiben. Vor der Synchronisation, vor Zerstörung der Bobblehead töten. Das würde wahrscheinlich wohl nicht finden. Unentdeckt finden. Das heißt, beim Entdecken... Passt gut auf die Waffe auf. Wir müssen sie in Sicherheit bringen, sollte irgendetwas geschehen.
Och du Scheiße. Böse, ich verkack einer, ne? Ich krieg da rauf, darüber. Ich muss ja vorher den erstmal töten, dann kann ich da rüber springen. Oh Gott. Ja genau, er springt da ganz rüber. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er das wirklich macht. Völlig egal, ob ich jemanden töte oder nicht, ne? Das ist ja keine volle Synchro. Ist mir auch egal. Was? Wer hat mich denn gesehen? Ernsthaft? Der hat mich dabei gesehen? Versuchen wir es nochmal. Passt gut auf die Waffe auf. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Sollte irgendetwas geh rein, geh rein. Du darfst da rein. Geh rein. Alter. Okay. Also man hat mich tatsächlich gesehen. Ich frage mich nur, wie der das gemacht hat. Ja, geh wieder runter, wenn ich nicht gedrückt habe. Schnell noch was. Ist da jemand? Hat der mich vielleicht gesehen? Sorry, dass ich so leise bin, aber das erfordert höchste Konzentration hier. Okay, ich guck mal, ob ich oben ankomme, ohne entdeckt zu werden. Okay, ich glaube, das wird schon gar nicht mehr so einfach. Oh Gott, wo geht denn jetzt lang?
wenn ich ins nächste Land gehe. Ich habe leider keine View jetzt, wie viele. Das sind zwei, das ist scheiße. Die werden mich mit Sicherheit sehen, wenn ich jetzt hier hochgehe, oder? Jo. Kommt der jetzt ran? Bewegen die sich? Nee. Okay, da lang geht's nicht. Das ist scheiße. Ich hab 'ne Idee. Natürlich funktioniert das nicht. Das habe ich davon auch schon gemacht, glaube ich, ne? Das ist total gut. Anders. Ich versuche gleich in den Heuhaufen reinzukommen. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Also sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Entschuldigung. Ich habe die Stadt Rom über die Jahre beobachtet. Innerhalb ihrer Mauern habe ich studiert, trainiert und getötet. Und mit der Zeit habe ich sie gezähmt, geformt. Nirgends in der Stadt habe ich einen Mann getroffen, der sich mit mir messen könnte. Eine Seele, die bereit wäre, im Namen des Schicksals zu töten. Imstande, das zu fordern, was ihr rechtmäßig zusteht. Gewitzt genug, um dem Tod ins Auge zu blicken. Und charismatisch genug, eine unaufhaltbare Armee aufzustellen und ganz Italien zu erobern. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich! Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Und treffe ich doch jemals einen solchen Mann? Betrete dieser Mann jemals meine Stadt? Wüsste ich ganz genau, wie ich ihn willkommen heißen würde.